An den Finanzmärkten dominierte im April Zuversicht. Die Aktienkurse sind weiter gestiegen und die Kursschwankungen haben insgesamt nachgelassen. Die Konjunkturperspektiven sind für die wichtigsten Weltregionen 2016 weitgehend stabil. Für die Eurozone und für Deutschland rechnen wir mit gut 1,5% Wirtschaftswachstum und in den USA erneut mit etwas über 2%. Geteilter sieht die Lage in Asien aus. Hier sehen wir in Japan keine großen Fortschritte, also weiterhin sehr, sehr niedriges Wachstum, während wir in China zwar weiterhin eine leichte Verlangsamung sehen, die aber nicht so schlimm ausfallen wird, wie vor einigen Monaten noch befürchtet wurde. Im Monat Mai drohen erstmal kaum größere Störfeuer von Seiten der Notenbanken. Schon weil die drei wichtigsten Notenbanken erst im Juni wieder tagen. Die amerikanische Fed dürfte behutsam mit weiteren Zinsanhebungen vorgehen. Die japanische Notenbank dürfte eher noch etwas expansiver werden. Und die Europäische Zentralbank wird erst einmal ihre Maßnahmen, die sie bereits beschlossen sind, im Juni durchsetzen. Die Finanzierungskosten bleiben für die Unternehmen günstig, zumal die EZB ab Juni Unternehmensanleihen kauft. Der schwache Euro im Vergleich zu den Vorjahren hilft den Exporteuren, gerade bei uns in Deutschland. Wichtig ist, dass die Konsumentenstimmung gut bleibt. Die Quartalszahlensaison ist schon mal gut angelaufen. Allerdings sind Aktien insgesamt bereits ambitioniert bewertet, weshalb wir nur noch beschränktes Kurspotenzial sehen. Die amerikanische Notenbank wird Mitte des Monats tagen und im Vorfeld dürfte, speziell wenn die Konjunkturdaten weiterhin recht gut bleiben, über eine mögliche Zinserhöhung spekuliert werden. Am 23. Juni kommt der zweite Risikofaktor, das Brexit-Referendum. Wir halten es zwar nicht unbedingt für sehr wahrscheinlich, dass sich Großbritannien wirklich für einen Austritt aus der EU entscheiden wird, aber dieses Thema ist für zunehmende Nervosität im Vorfeld gut. Genauso wie nur drei Tage später die anstehenden Neuwahlen des Parlaments in Spanien. Bei Aktien bleiben wir nach der April-Rallye insgesamt neutral gewichtet. Wir bevorzugen weiterhin europäische Aktien leicht gegenüber US-Aktien. Wie bei Europa sind wir auch für Schwellenlandaktien insgesamt neutral gewichtet, während wir für japanische Aktien etwas vorsichtiger eingestellt sind, zumal dort der Konjunkturtrend schwach bleibt. Im Anleihebereich raten wir weiterhin zur Zurückhaltung, schon aufgrund der Kursrisiken, speziell bei längeren Laufzeiten. Doch mehr dazu dann beim nächsten Mal.